lecker Fisch, ja, ja lecker. Endlich, jetzt machen wir auf unseren Kresser-Kanal, machen wir jetzt natürlich auch richtig schöne Gewinnspiele. Ja, so. Mit Tomaten? Ja, das ist das Beste, was du machen kannst. Ja. Soll ich dir helfen? Brasse! Oh. Mein Name ist Gunther van Gelder. Ich bin vom Beruf Küchenchef im Landgut am Hochwald. Ist schöne gehobene Gastronomie. Ja, ich unterstütze die Firma Kresser und die unterstützt mich ungefähr seit anderthalb Jahren. Und ja, jetzt morschen wir uns hier durch. Wir sind an der Lippe. Das ist für mich auch ein relativ neuer Fluss. Ich war hier ein, zwei Mal angeln, ist aber schon ein bisschen länger her. Und ist schon manchmal ein bisschen zickig, der Fluss. Ich gehe hier vor, ich fange erstmal mittig an und fische mich dann so immer weiter nach außen, vielleicht irgendwann bis an der Kante ran. So, ich denke mal, ich werde hier so ein, zwei Stunden brauchen, bis ich genau weiß, was Sache ist. Aber das kriegen wir schon hin. Der Janek hat Geduld. Ja, und ich freue mich total auf den neuen Kanal Kresser. Da geht es wirklich nur um Fiedern. Ah ja, vielleicht fiedern wir doch irgendwann mal auf Zander. Wisst ihr schon, was ich meine? Am Rhein mit schönen Heavy-Fieder-Routen auf Zander. Das geht ja auch, das kriegen wir auch hin. Ja, mal gucken, was da entsteht. Ich denke mal, wird schon mal ganz Großes entstehen. Zamataro ist mit dem Boot top, die besten Leute Deutschlands, Europas, meine Meinung. Und das kann nur gut werden. Und ihr seid dabei. Okay, ihr Lieben, wisst ihr Bescheid. Euer Güni. Bleibt dran. Hier sind zig verschiedene Fischarten drin. Da ist schon ein super klasse Fluss. Oder was sagst du, Janek? Ich glaube, ich habe ein bisschen Hunger. Schön aufpassen. Habe ich da was? Du hast das, so sexy gesagt, da kann ich nur zustimmen. Ha, Joa, jetzt sei da dran. Wir haben Fisch, ja. Janek. Junge, aber ein kleiner. In der Anmoderation. Hä? In der Anmoderation live ja, bist. Voll. Das geht ruckzuck, haben wir die Fische wieder gefunden. Jetzt müssen wir mal eben schauen. Ah, das ist schon ein kleiner Schlüpferstürmer. Ist da überhaupt einer dran? Doch, da wird einer dran sein. Ich bin doch kein Dussel, oder? Wo ist er denn? Boah! Okay, sag mal. Dann doch schon einen Kescher für nehmen. Ah, für die Lippe finde ich schon ganz. Ah, das ist eine Russnase. Komm, wie die abhaut. Oder? Mal hier gucken. Ei. Das ist eine Russnase, ne? Aber ziemlich kleine Nase. Oder was sagt ihr? Schreibt mal in die Kommentare, was ist das von der Fischart? Ich bin mal echt gespannt. Macht mal ein bisschen mit, Leute. Würde mich freuen. Ich sag Russnase. Was sagst du, Janek? Russnase-Döbel-Hybrid. Ja, ne? Das Gefühl habe ich auch. Guck mal von oben drauf. Könnte Döbel mit drin sein. Eben, ne? Ja, da bin ich mal gespannt, was die anderen drunter schreiben. Okay, macht mal schön mit. Wisst ihr Bescheid, alles klar. Der muss schnell wieder versorgt werden. Heute fische ich von Zamataro drei verschiedene Futtersorten. Und zwar einmal den Rheinmix. Den habe ich gemischt mit Barbenmix und Brassenmix. So, dazu habe ich dann wieder meine Forellenpellets. 4,5 mm und als Eyecatcher nochmal so 2 mm. Und dann habe ich noch so kleine gelbe Partikel, schwere Partikel, die sich unten so auf dem Grund festlegen. Und damit versuche ich jetzt eine Futterspur zu kriegen, dass die kleinen Partikel schneller weggehen, die Eyecatcher, und die großen, sprich die 4,5er und die 2 mm ein bisschen hängen bleiben, damit der Fisch von vorne langsam kommen kann und sich Schritt für Schritt die Partikel holen kann und auch die Maden. Ich packe auch noch kräftig Maden mit rein. So, das ist jetzt meine Theorie. Ob es jetzt klappt, aber das wird schon klappen. Sag mal, der Korb noch so voll ist. Ich muss erst mal gucken. Groß ist der auch nicht. Der Futterkorb ist bestimmt noch voll, aber trotzdem. Ja, ist aber schon, ne? Die Plätze, denke ich mal. Das ist schon ein toller Fisch, ne? Ja, der macht doch schon Spaß. Ja, sicher, Uhr. Jetzt weiß ich, wo die Fische stehen. Jetzt holen wir uns die. Ich habe ganz viele Partikel drin, ganz viel Maden.
Ah, schön die ganzen Pellets. 4, 5er, 2er, voll. So, und jetzt wollen wir uns die dicken. Pass auf, jetzt geht los. Jetzt wissen wir, hier, was Sache ist an der Lippe. Zack. Hast du gesehen? Pass auf, jetzt mal empfühlen. Wir fischen ja auch mit so einer Schlaufe. Rute schön hochhalten. So, jetzt können wir die ablegen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Habe ich verarscht, Junge. Ich weiß, dass du das bist. Ja. Kann man Wasserski fahren. Guck mal hier. Nee. Hoffe, ist ja kein Fisch dran. Na nee, gut. Wär ein bisschen blöde, wa? Wasserski fahren mit der Fische. Der hat eine Bindehautentzündung danach. dann ist es wahrhaftig ein Rotauge. Ja, auf jeden Fall. War aber nicht nett jetzt, Junge. Ja, ein bisschen Spaß muss sein, ne? Ja, sicher. Komm, jetzt geht weiter. Ich denke, das werden auch alle als Spaß auffassen. Ah, natürlich. Unsere Buddies sind alle ganz locker. So, pass auf jetzt. Nächste. Schön voll machen. Na, hier muss ich mal aufstehen, aber ist gut. Ich wollte eh ein bisschen abnehmen. Immer ein bisschen hoch und runter. Ein bisschen Aerobic dabei. So, jetzt geht los hier. Erkenne ich denn die Zuschauer in einem Jahr noch wieder auf dem Kanal? Natürlich nicht. Da bin ich richtiger Sexy Boy. Weight Watchers hast du gesagt, ne? Ja, genau. Jetzt konzentrier dich hier nicht. Ich hatte die ganze Zeit wieder die Bisse verpennt. So, ein bisschen Flachsen machen und dann geht das los. Die Kamera ist hinter dir scharf. Ich habe jeden Biss drauf. Ach so, stimmt. Du bist ja nicht mit Amateuren unterwegs. Entschuldigung, hab ich vergessen. So, ihr Lieben. War ein bisschen schwierig bis jetzt. Viele Fehlbisse gehabt. Ich habe zwar meine Fische gefangen, aber relativ kleine alles. Was aber nicht schlimm ist. Jetzt gehe ich hin. Und ich hatte vorher meinen Helikopter-Rig. Und jetzt mache ich eine Durchlaufmontage dran. Damit ich die Bisse einfach ein bisschen früher erkenne. Das haben wir eine normale Durchlaufmontage. Die gibt es fertig bei uns. Ihr seht hier, da sind immer zwei Stück von drinnen. Und hinten drauf habt ihr auch, wie die montiert werden. Und das ist gar kein Problem. Man kann diese Geschichte auch selber binden. Aber ganz ehrlich, für 1-2 Euro kaufe ich mir die lieber so, bevor ich jetzt hier einfach rumfummel. Und ihr habt ja gesehen, innerhalb von einer Minute habt ihr alles umgeändert. Und wirklich top. Und damit habe ich noch nie Abrisse gehabt. Und damit, wenn du nie Abrisse hast, kannst du ja, was weiß ich, die Rolle, die habe ich jetzt ein Jahr. Ich brauche da wirklich nie nachkaufen. Aber ich lasse hier drin, das ist wirklich Top-Zeug. Und da fängt man gut mit. Ich bleibe jetzt erstmal beim Made, sonst weiß ich nachher nicht, wo dran gelegen hat, wenn es besser läuft. Da fragt man sich immer, woran hat es gelegen, ne? Ja, genau. Ja, woran hat der gelegen? Ja, woran hat denn dran gelegen, Junge? Tja, hat gelegen, wo dran gelegen hat. Das wissen wir auch nicht. Richtig Ramazamba auf der Bude? Ja, wir fangen jetzt. Noch ein bisschen mehr konzentrieren hier. Für unsere Freunde hier ans Band kriegen. Schöne große. Pass auf jetzt. Ah, pass auf, kommt jetzt. Jetzt geht los. Oh, habe ich schon ja. Ein bisschen gemerkt jetzt. Also schon. Merkst du was? Ja, aber jetzt auch nicht riesengroß. Lass mal abwarten hier. Das ist ja auch wieder. Lass sein, Junge. Hast du gemerkt, Junge? Also ich, der ist dir richtig reingeknallt. Junge, verarsche mich schon wieder. Das kann nicht sein. Der ist nach links und warte. Nach links und nach rechts ist er. Aber Rücklauf hast du mitgespielt, ne? Ja, stimmt. Janek! Was ist das für ein Trick hier? Ja, so. Mit Tomaten? Ja, das ist das Beste, was du machen kannst. Ehrlich? Ja, die haben richtig Power, Junge. Die fressen ja. Und die Tomaten sind in einer Woche sind die weg. Und das gibt den Würmern Power? Ja. Cooler Tipp. Was hast du da drunter noch in den anderen Bags? Maden. Ah, okay. Vor allem, du hast ja Löcher drin. Ne? Das ist auch wirklich top. So, jetzt kommt das Wurmbündel. Weiß ich gut aus. Dann gib ihm. Ja.
Den legen wir jetzt einfach. Vielleicht ist das der Game Changer. Ja, Single Hook ablegen. Da. Soll ich dir helfen? Nein, da war sowieso nichts dran hier. An den hier, aber hier. Ja? Ja. Sicher, Junge. Oh, da stehe ich sogar für auf. Das ist ein dicker. Da stehe ich sogar für auf, du. Das ist ein dicker, warte. Das ist ein dicker, Junge. Mach keinen. Eis. Alles schön in Ruhe jetzt hier. Da haben wir gerade noch von gesprochen, hä? Müssen wir Kohlewand rauskriegen, das Schätzchen. Ich sag Günni, du musst jetzt einen rauszaubern. Und zack, beide Routen gingen ab. Jo. Aber fühlt sich komisch an. Eine große Nase. Oder eine Monstergrunde. Hör auf jetzt! Janik, mach jetzt keine Scheiße mit mir. Guck mal da. Ich muss gleich noch aufstehen hier. Den siehst du doch schon. Hier vorne müsste er sein. Aber er steht gut unten, ne? Ja. Muss was Gutes sein. Für unsere Verhältnisse heute. Komm, hör auf jetzt, Junge. Wir sind voll am Start hier. Nächstes Mal einmal sehen, wenn wir ihn verlieren. Ja. Korb sehe ich schon. Oh, gute Brasse. Eine Brasse? Oh. Wo ist er denn? Ah ja, da ist doch was. Oh, die lassen mich nie im Stich, die Brassen. Perfetta. Ja, aber schöne, saubere Fische, ne? Auf jeden Fall. Nicht vermackt. So, meine lieben Freunde, endlich. Jetzt machen wir auf unseren Kresser-Kanal, weil wir jetzt natürlich selbstständig geworden sind, machen wir jetzt natürlich auch richtig schöne Gewinnspiele. Und zwar hier, das ist unsere schöne Kresser-Tasche. Guckt euch mal dieses feine Ding an. Die hat hier 5 Taschen. 1, 2, 3, 4, 5. Richtig klasse. Und vor allem das Schöne an dieser Tasche, die ist absolut wasserdicht. Und wenn ihr mal so richtig schnell ran müsst, könnt ihr hingehen, hier aufziehen, zack, und ruckzuck ist die Tasche offen. Die hat richtig dicke Seitenwände und ist wirklich für mich einer der besten Taschen. Hier könnt ihr wieder schön zumachen. Hier oben macht er den Clip drauf und jetzt ist sie absolut wasserdicht. Ich habe die schon im dicken Regen stehen gehabt, wirklich einwandfrei. Die könnt ihr jetzt gewinnen. Einfach mal so, für ein Noppes. Was muss ich Janik, dafür tun? Ne? Was muss ich dafür tun? Ich will die haben. Was musst du tun, Janik? Erstmal unseren Kanal abonnieren. Hier drauf gefällt mir drücken. Was müssen wir noch tun, Janik? Ich glaube, ein Kommentar wäre super. Ne? Kommentar ist gut. Sehr schönes Kommentar. Mach mal einen schönen Kommentar rein. Was haben wir noch? Wenn der Kommentar richtig schön ausführlich ist, dann gibt es auch noch ein paar Extras dazu. Okay. Aber die verraten wir noch nicht. Da wollte der Janik irgendeinen Quatsch machen, hat er gesagt. Ich springe aus der Torte. Ich springe aus dem Paket, ja, aus der Tasche raus. Besser du wie ich. Ja, auf jeden Fall, die Tasche ist wirklich klasse. Wichtig ist abonnieren, gefällt mir drücken, kommentieren. Und dann kriegt ihr auch diese feine Tasche. Sehr schön. Wenn ihr Glück habt. Ja, ihr Lieben, ein schöner Tag geht heute zu Ende. Aber war schwierig. Heute war echt schwierig, das muss ich echt sagen. Wir haben viel Fisch gefangen, aber auch viel kleine. Oh, bestimmt 10 Grundeln, denke ich mal, so in dem Bereich. War wirklich schwer. Wir haben auch dicke Brassen gefangen, die waren auch dabei, aber da musste man sich echt hinarbeiten. War alles schwierig. Aber trotzdem, solche Filme muss es auch geben. Und wir zeigen sie. Wir hauen die nicht weg oder schneiden die nicht weg. Wir sind immer am Start. Und wenn es euch trotzdem gefallen hat, vielleicht mal ein Gefällt mir oder ein Abonnieren, dann seid ihr doch immer am Start. Da, oh, boah. Weiß ich nicht. Die ganze Route ist krumm gewesen. Oh, ehrlich? Ja, aber ich weiß nicht. Oder Kraut. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ne, da war aber Biss. Geht immer so. Oh, jetzt hängt er auch noch fest. So, jetzt lassen wir. Okay. Ist alles vorbei für heute.
Ihr wisst Bescheid, ich weiß Bescheid. Peace geht raus, euer Günni. Ciao! Ich hab's noch gern gehabt. Jetzt hab ich gleich in der Nase drin. Läuft die noch?